warum wir gerade jetzt die Kirmes brauchen. Weil die Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit ein wenig Normalität brauchen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es nichts Verwerfliches ist, nach 2 Jahren Pandemie den täglichen schrecklichen Nachrichten und den aktuellen Krieg in der Ukraine auch mal Luft zu holen. Vor allem die geflüchteten und traumatisierten Kinder brauchen Ablenkung und ein wenig Freude. Wir müssen trotz all dieser schrecklichen Erlebnisse mit der Situation leben. Und genau um das zu überstehen und zu verkraften, brauchen wir jetzt die Kirmes umso mehr. Die Kirmestage machen froh und verbinden die Menschen untereinander. Hier lacht man zusammen und hat Spaß. Die Volksfeste sind für mich Balsam für die Seele, um die Alltagssorgen für ein paar Stunden zu vergessen. Nicht zu vergessen ist, dass die Schausteller trotz der immer steigenden Kosten, trotz alledem immer weitermachen, um uns dies zu ermöglichen. Aus der positiven Stimmung heraus sind wir anderen gegenüber geduldiger, toleranter und großzügiger. Wenn wir an Depressionen leiden, wie viele im Moment, sind wir nicht mehr in der Lage, Freude zu empfinden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in dieser Zeit daran erinnert werden, dass wir auch die Freude zum Leben benötigen. Durch permanenten Stress entstehen psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstneurosen und so weiter. Abgesehen davon werden die Absagen von Volksfesten Arbeitsplätze, Existenzen vernichten. Und so schrecklich wie der Krieg und so weiter auch ist, hilft uns Symbolpolitik, wie zum Beispiel aus Solidarität verzichten wir, nicht weiter. Das Leben muss weitergehen, auch mit Krankheiten und Krieg. Außerdem sollte jeder selbst entscheiden können, was für ihn das Richtige ist. Denn die Gesundheit ist auch wichtig, um aktiv am Leben teilnehmen zu können. Und dazu gehören auch ein wenig Ablenkung und Freude. Und dafür danke ich den Schaustellern, die dies als Berufung und Pflicht sehen. Ja, und abschließend haben wir noch Herrn Andreas Feierabend, leitender Dozent der Niedersächsischen Akademie für Gesundheit und Soziales, Psychotherapeut, Fachberater für Psychotraumatologie und Initiator der Studie Kirmes, Freizeitpark und Zirkus auf Rezept am Telefon zugeschaltet. Mit seiner Einschätzung zum Thema. Auch ich habe davon gehört, dass man aufgrund des Ukraine-Krieges nun überlegt, Kirmesplätze abzusagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Gedanke einen ganz großen Denkfehler hat. Viele Deutsche haben jetzt seit einem Monat, seitdem es in der Ukraine Krieg gibt, unglaublich viel geholfen. Durch Sachspenden, durch Geldspenden sind Millionenbeträge zusammengekommen. Und das ist auch gut so. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, was brauchen Helfer? Auch Helfer brauchen einen Ausgleich und brauchen Lebensfreude und brauchen Spaß, müssen irgendwie ihre Energien wieder auftanken. Wie soll das gehen, wenn wir jetzt weiterhin uns selber auch alle Freuden wegnehmen im Leben? Die zweite Frage, die sich da für mich stellt, ist, helfen wir den Ukrainern, indem wir hier Kirmesplätze absagen? Viele Ukrainer, Ukrainerinnen sind ja zu uns geflüchtet und auch denen würde jetzt eine Kirmes sehr gut tun. Nochmal, Kirmes ist antidepressiv. In der Kirmes gibt es viele Heileffekte, die wir nutzen sollten, die wir kultivieren müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Flüchtlingen gut tun würde, auf die Kirmes zu gehen und auch wieder Freude zu erleben. Ich weiß von meinen Großeltern, die auch den Krieg mitgemacht haben, die dann auch in Kriegsgebiete waren und dann da gespielt haben, die während die Bomben geflogen sind, Farbe an die Geschäfte geschmiert haben. Mein Opa hat gesagt, er musste, der Wagen war gerade frisch gestrichen, dann kam der Alte, weil Alarm kam, nimmt alle Farbpötte, schmeißt die auf die Transporte, macht die ganzen Packwagen voll Farbe. Wenn die kunterbunt, desto besser, dann haben die in Waldgebiet geschoben, damit die quasi Tarnfarben hatten. Dann waren die natürlich von oben bis unten wieder versaut. Ja, und dann war der Alarm vorbei, dann haben die wieder rausgeholt, dann haben die wieder schön gestrichen. Und dann sind die auf Gebiete gefahren, wo wirklich die Häuser, die Städte alle zertrümmert waren. Und ich habe ein Foto, ein ganz altes, in meinem Archiv zu Hause, das schicke ich dir mal, Markus. Da fährt ein Kettenflieger voll zwischen Trümmer. Ringsrum sind nur Trümmer. Wenn du dieses Bild siehst, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Aber das war das. Das war für die Leute das Erlebnis. Die wussten, nach Regen kommt auch wieder die Sonne. Und so müssen wir jetzt auch denken. Und auch manche denken vielleicht prioritätslos. Meine Eingabe sagt mir, mein innerliches Gefühl, mein Herz, mein Schaustellerherz,
Genau das ist es, was wir jetzt brauchen. Ein Kind, was eine Zuckerwatte im Mund hat oder ringsrum verschmiert hat, das brauchen wir jetzt. Genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt Zucker für die Kinder.